Semriach, ein schönes Stück Heimat. Semriach, eine Marktgemeinde mit 3300 Einwohnern, liegt auf einem Hochplateau nördlich von Graz. Blumen, wohin man schaut, prägen das Ortschaftsbild. Semriach ist als kulinarisches Ausflugsziel bekannt. Die Pfarrkirche zum heiligen Egidius wurde um 1500 erbaut und zuletzt 1987 renoviert. Ganz in der Nähe befindet sich die bekannte Lurgrotte, ein Ausflugsziel von Semriach, aber das Endziel ihres Ausflugs sollte ein steirischer Dorfwirt sein, und zwar das Gasthaus Häuserl im Wald. Idyllisch gelegen, ca. 3 Kilometer von Semriach entfernt, finden wir das Gasthaus Häuserl im Wald der Familie Maria und Harald Möstl. Ein kleiner Familienbetrieb, der schon seit 4 Generationen von der Familie geführt wird. Ein steirischer Dorfwirt mit bodenständigen Wurzeln. Feiern jeglicher Art werden in unserem gemütlichen Gasthaus mit Räumlichkeiten von bis zu 50 Personen zu einem kulinarischen Erlebnis. Die Wirtin Maria berät sie, geht gerne auf ihre Menüwünsche ein und richtet individuell und mit viel Gefühl und Leidenschaft die Tafel für jeden Anlass aus. Der Gastraum, ein Kommunikationsort, in dem Freunde sich zur Unterhaltung und zum Gedankenaustausch treffen. Bodenständige regionale Küche, verfeinert mit viel Raffinesse, ist das Markenzeichen des Hauses. Kräuter aus dem eigenen Kräutergarten sind ein Garant für beste Speisen und Gaumenfreuden. Für Gerichte wie Fisch, Backhändel und Spezialitäten von Schwein und Rind von Bauern aus der Region ist unser Gasthaus Häuserl im Wald bestens bekannt. Verbringen Sie einige Stunden bei uns und entfliehen Sie dem stressigen Alltag. Wie bei vielen Dorfwirten werden ihnen bei schönem Wetter die Speisen auch gerne im gemütlichen und schattigen Gastgarten in der Natur serviert. Freuen Sie sich auf ein perfektes Service, einen guten steirischen Wein sowie eine geschmackige Mahlzeit beim steirischen Dorfwirt.
Nach einem reichhaltigen, ausgiebigen Mittagstisch darf die bekannte Haustorte der Wirtin auf keinen Fall fehlen. Weihfeuer tragen als gelebter Brauch in Semriach. Am Karsamstag frühmorgens kommen die Kinder und die Bewohner vor die Kirche, um an der Feuerweihe teilzunehmen. Ein Brauch, der schon seit Jahrhunderten besteht und aufrechterhalten wird. Dass bei uns das Brauchtum hochgehalten wird, ist ein sehr positives Zeichen. Es ist Jahrhunderte alt. Und es gehört zu unserem Leben dazu und es ist ganz was Wichtiges. Nach der Segnung des Weihfeuers wird die Glut anschließend in kleine Stücke in die Feuerdose, die mit Moder und Holzschwämmen gefüllt ist, gegeben und in alle Himmelsrichtungen getragen. Die Dosen sind mit einem Draht versehen, damit sie unter rotierenden Bewegungen gedreht werden können. Dadurch wird Rauch erzeugt und vermieden, dass der Schwamm verbrennt. Man kann auch etwas Weihrauch hinzufügen, um einen guten Geruch zu verbreiten. Die Kinder, aber auch die Erwachsenen gehen von Haus zu Haus und bei jedem Haus wird ein kleines Stück aus dem glimmenden Schwamm in den Hausherd gelegt, um danach das Geselchte für die Fleischweihe zu kochen. Traditionell wird auch am Karsamstag die Fleischweihe durchgeführt. Zahlreiche Gläubige finden sich bei den Hauskapellen ein, um im festlichen Rahmen und Eintracht mit dem Pfarrer oder Diakon ihr Fleisch für den Osterschmaus weihen zu lassen. Gott des Lebens, segne das Osterfleisch, Zeichen für das wahre Osterlamm, für Jesus Christus. Er hat uns mit Gott verbunden und uns seinen Frieden geschenkt.